ist das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Neuer Festabend hier in Ihrem geliebten ersten deutschen Fernsehen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Ich sag dir, wo ich zuletzt so eine Stimmung erlebt habe, bei Susanne Fröhlich in Frankfurt. Habe ich recht? Absolut. Heute Abend hier, ich sage mal einmal kurz Hallo, zwei liebe Freunde. Wir waren zusammen im Urlaub, haben uns im Club kennengelernt. In Bulgarien, schön, dass ihr hier seid. Marita und Joanna, freue mich. Hallo. Wir haben uns kennengelernt in Bulgarien beim All-Inclusive-Urlaub. Dort bin ich aufgetreten in diesem Sommer. Und unter anderem, man glaubt es nicht, auch dort zu Gast Walter Riester. Nein. Ja, Walter Riester, der, kennen alle Walter Riester? Der Erfinder der Riester-Rente. Das ist ja ganz toll. Er hat die Riester-Rente erfunden, die wird abgeschlossen wie verrückt. Und zwar, das ganze Geld für die Riester-Rente bekommt Walter Riester persönlich. Deswegen heißt es ja so. Das reicht ihm aber natürlich, weil er lebt natürlich wahnsinnig aufwendig. Weiber, Privatjet, Swimmingpool, beheizt und so weiter. Outdoor, Wellness, alles. Deswegen gibt der Staat Zuschüsse. Aber weil er gute Politik gemacht hat, weil ihn viele mögen, sagen sie, ich schließe diese Rente ab. Der Mann soll gut leben. Und jetzt hat er sich gemeldet und hat gesagt, damit die Deutschen, das sind wir, im weitesten Sinne, alle, ja, jeder ist Deutscher, der sich so fühlt, sage ich mal. Damit die auch im Alter gut leben können, sollen sie in die Altersvorsorge investieren und auf ein neues Auto verzichten. Wo doch bei uns jeder vierte Reifen vom Arbeitsplatz abhängt oder so ähnlich, ja. Und jetzt hat doch Peer Steinbrück schon gesagt, wir sollen auf den Urlaub verzichten. Das heißt, sollen wir jetzt nicht mehr mit dem Auto in den Urlaub fahren, sollen wir gar nicht mehr in den Urlaub fahren, sollen wir erst in den Urlaub fahren und das Auto dort stehen lassen, gleich mit der Bahn fahren, sollen wir billig fliegen oder gönnt man uns denn gar nichts mehr? Und wenn wir sagen, kein Urlaub, kein Auto und wir fallen morgen tot um, was sagt Frau Merkel? Dann! Es gibt uns doch keiner die Garantie, dass wir überhaupt diese Altersvorsorge, diese Pflegemaßnahme erreichen. Deswegen haben wir uns gedacht, die einzige Mitteilung, die wir glaubhaft von einem SPD-Politiker überhaupt hören wollen, ist, verzichten Sie bitte auf eine neue Frau. Noch effektiver wäre es, wenn Sie, ich meine, man muss ja nicht gleich aufs neue Auto verzichten, oder? Vielleicht genügt auch der Verzicht auf neue Bremsbeläge. Das wäre vielleicht für die Altersvorsorge sogar. Wir feiern in diesen Tagen 50 Jahre Bravo. Herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre Bravo. Und in der Regel hören ja Bravo-Leser auf, Bravo zu lesen, wenn sie die Texte in den Sprechblasen kapieren. Bei mir war es so, meine Lieblingsrubrik war, glaube ich, wie bei vielen, Dr. Sommer. Da hat man zum ersten Mal gemerkt, dass es drei Geschlechter gibt. Ja? Man hat hingeschrieben, die haben informiert über außergewöhnliche Sexpraktiken wie ja, zum Beispiel Monogamie. Hallo, was machen wir falsch? Wir haben gehört, man soll Kondome überziehen. Mein Freund ist fast erstickt. Viele Jungs aus meiner Klasse haben geschrieben, jeder weiß, ich bin gut im Bett, aber was mache ich, wenn ein Mädchen dabei ist? Ich sag dir, diese Witze zum Thema Bumsen kommen besser an als die zur Rente. Ja. Willkommen im ersten Nathalie Lincar und die ARD Showband. Heute ist es ganz wichtig, ich zeig's Ihnen nur mal, wir kommen gleich dazu, Rechtsberatung zum Thema langjährige Prozesse, Nachbarschaft, Carport unerlaubt vergrößert, Mülltonnen nachts heimlich über den Zaun gekippt und so weiter. Wie Sie da als Sieger aus dem Rechtsstreit rausgehen, das sagen wir Ihnen gleich, aber erst haben wir etwas anderes für Sie. Donnerstag, das ist ja der Tag der Illustrierten, hat man früher gesagt, heute sagt man People-Magazine. Ja? Wir lesen alle People-Magazine, wir lesen Gala, wir lesen Edu-Show, wir lesen Chibo, wir lesen Stern,
natürlich. Und diesmal haben wir etwas besonders Interessantes gesehen im People-Magazin Bunte. Und zwar, das war zum einen diese Titelseite hier. Mit 62 noch ein Baby, Gerhard Schröder. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Donnerwetter. Da fühle ich mich nicht mehr kräftig genug. Weil das dann doch... So, das ist wer hier? Ronald Pofalla. Ich wundere mich, genau, dass er nicht parodiert wird. Aber er hat keine, nichts, wo du einhaken kannst als Parodist oder so. Du Ronald hast Pofalla. Ihn doch drauf. Wieso? Wie nix. Ich hab doch Pofalla nicht drauf. Natürlich. Wo? Ballen. Ist das Pofalla? Wer ist denn Pofalla? Wie geht denn Pofalla? Ich kann das nicht. Na, mach aber, doch mal. Du machst und bestreitest doch ganz mal Pofalla, immer. Was? Das ist Pofalla? Nein, überhaupt nicht. Das aber ist Til Schweiger. Du bist doch der Stimmenparodist hier, par excellence. Na, aber nur kurz, das ist Ronald Pofalla. So, im Kleinkreis. Schauen Sie mal, Ronald Pofalla, erste Frage, haben mich heute viele gefragt. Nein, er liegt im Boot, er steht nicht. Ja, so. So. Naja, gut, das, wenn wir beim ersten hingucken. So, dann sagt er, dieses Interview ist sehr, sehr lesenswert, er sagt hier... Manche wollen, dass ich jede Woche einen Sozialdemokraten verspeise. Das ist durchaus möglich. Mhm. Ja, also zum Beispiel mal vielleicht Strategiewochenende in Rothenburg an der Wümme. Eine Führungskraft aus dem Koalitionspartnerbereich einladen, am Bahnhof abholen und dann sich in Ruhe unterhalten. Denn verspeisen ist ja in Anführungsstrichen geschrieben. Dieses Foto ist toll. Wenn man auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist, wie Ronald Pofalla, ist das super, dann kann man das machen, machen wir alle. Und dann steht darunter der erste Steuermann der Union. Mhm. Trotzdem würden wir ungebeten raten, solche Fotos in Zukunft vielleicht nicht mehr zu machen. Denn wenn es mal nicht mehr so läuft, ja, dann steht da einfach drunter zum Beispiel, hat jetzt viel Zeit. Oder es steht drunter, was macht eigentlich Ronald Pofalla? Oder ganz böse, der feine Herr Pofalla macht Urlaub und zu Hause brennt. Ja? Es gibt ja viele Politiker, die in den heißen Tagen ihrer Jugend solche Fotos haben machen lassen. Schauen Sie zum Beispiel das hier. Ja? Jetzt bei den Streitigkeiten mit Gesundheitsreform können da böse Unterschriften kommen. Ja. Oder das da. Peer Steinbrück. Deshalb ging die Olympia-Bewerbung schief. Keiner merkte, es fehlen drei Ringe. Ja. Ja, das war ja Steinbrück, als er Olympia nach Berlin holen wollte. Ja, und gesagt hat, ich stehe hier für die 7 Erdteile. Und dann das. Also wirklich. Dieses Bild, muss ich sagen, geht immer, weil es ist dynamisch. Ja. Und da steht auch niemals sowas drunter wie von nun an ging es bergab. Genau. Bitte? Hasenbahn oder Schreckenbahn gewesen? Ist das Vorfahren gewesen? Hasenbahn oder Schreckenbahn? Hasenbahn, da fahren die kleinen Kinder und die langsamen Politiker. Und dann gibt es eine Schreckenbahn, da fahren die noch langsamer und die noch langsamer Politiker. Sie gehen verletzt. Ja, da haben Sie recht, aber was mich interessiert würde, wieso haben Sie vorhin eigentlich so hämisch geklatscht, als ich gesagt habe, Axel Stein kommt nicht? Lass jucken, Kumpel. Ja. Dieses Bild, so, das ist aber die Souveränität des Oppositionsführers. Das ist es. Entspannt, egal was passiert. Ja, er kann entspannt in die Zukunft schauen, denn ich glaube, 95% der Deutschen wünschen sich mittlerweile Dr. Westerwelle als Bundeskanzler, wenn ja, ich die letzte 100%. Umfrage richtig analysiert habe. So, dann ist gestern, wenn Sie sich erinnern, Folgendes passiert. Ich wollte Ihnen doch gestern einen Ausschnitt aus der Brecht-Gala, die das erste deutsche Fernsehen gezeigt hat, über
reichen als Geschenk sozusagen. Das kam nicht pünktlich. Es war mein Fehler. Das kann ich jetzt sagen. Ja, ich dachte, es kommt aus Leipzig. Das war mein Fehler. Wir haben stattdessen Stefan Ross gezeigt mit dieser großartigen Parodie als Dieter Bohlen. Sie erinnern sich und so. Kam super an. Heute erreicht mich hier dieses Fax meines Freundes, Förderers und Entdeckers Klaus Peimann aus Berlin, der mir schreibt: Sehr lieber Harald Schmidt, ich passe immer noch auf Sie auf, man soll ja seine Kinder im Auge behalten. Es war der schlampige WDR, der das Galaband nicht empfangen konnte. Der Südwestrundfunk hat es zweimal schwäbisch korrekt abgeschickt. Sollte Ihr Intendant pleite gehen, da habe ich vielleicht zwei Knöpfe verwechselt haben. Das kommt im Alter ja vor, ich kenne das. Auch heute werde ich wieder an Ihren Lippen hängen, Ihr BR-Intendant Klaus Peimann. Jetzt frage ich mich, woher weiß Klaus Peimann, dass der Südwestrundfunk das zweimal abgeschickt hat? Ja. Weil er wird einen Wutanfall von Brechtscher Dimension bekommen. Wieso hat er nicht das Band? Der will was zeigen, das muss er doch kriegen. Findet mal raus, wer das vermasselt hat. Ja. Und da haben wir heute einen Fax bekommen vom Südwestrundfunk in Baden-Baden. Ich kürze ab. Schon vorher, wo drin steht, wir haben das Band zweimal an die Kollegen vom WDR geschickt, die es aber nicht annehmen konnten. Begründung, ihnen liege seitens der WDR-Dispo für Überspielung keine Anmeldung vor. Ja, und so geht's ja nicht. Und so geht's ja nicht. Das war aber mein Fehler, weil ich so undeutlich formuliert habe. Verstehen Sie? Das heißt, man hat zweimal aus Bade-Bade das Band hochgeschickt. Hier, wir haben keine Dispo, was ist für ein Band? Ich mach Feierabend. Ja. Ich kann den Kerl eh nicht ausstehen. Aber jetzt ist das Tolle, und das war wirklich diese Gala. Ich habe sie ja nachts gesehen, diese Gala. Mir hat ja Klaus Peimann persönlich die Unterbühne des Berliner Ensembles gezeigt. Mit diesem Motor, der die Drehbühne in Bewegung hält, den Helene Weigel angeblich aus einer alten Sowjetpanzer hat bauen lassen. Früher fuhr er nach vorne, jetzt dreht er die Bühne. Und da sehe ich, weißt du, wer das Beste war? Heinz Dürr, der ehemalige Chef der Bahn, liest das Gedicht vor, 10.000 Intellektuelle beten einen Öldank an. Mhm. Ja, großartig. Und dann, ganz fantastisch, Milva. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, wie Milva gesungen hat. Jure. Bayer, Johnny! Das waren allein 10 Minuten, bis sie bei Bayer war. Ja? Und da dachte ich, das ist so toll, das möchte ich Ihnen zeigen. Und dann kam diese Schauspielerin Regine Lutz, die noch mit Bert Brecht gearbeitet hat und dort das Gedicht gemacht hat, Lied der verderbten Unschuld beim Wäschefalten. Und das wäre doch ein Jammer gewesen, wenn wir das nicht gehabt hätten. Wie gesagt, ich habe es vermasselt. Der Südwestrundfunk hat es zweimal geschickt. Einmal haben wir heute hier, und das ist der kleine Ausschnitt, den ich aus jener Gala, die ARD mit Sicherheit demnächst auf der Position immer wieder sonntags morgens um 10 Uhr Stadtfreizeitpark Rust wiederholt, zeigen. Bitte. Ich habe nicht verstanden, warum um seine schmalen Lippen so ein dünnes Lächeln immer spielte. Ich habe das gar nicht begriffen. Ganz einfach deswegen, weil ich das Lied nicht begriffen habe. Und Brecht hat sich natürlich, rückblickend gesehen, ein diebisches Vergnügen daraus gemacht, dieses Lied mit mir zu arbeiten, weil er wusste, ich verstünde es nicht. Ich glaube, dass Ihnen das anders geht. Sie werden es sehr wohl verstehen. Es heißt das Lied von der verderbten Unschuld beim Wäschefalten. Was meine Mutter mir sagte, das kann wohl wahr nicht sein. Sie sagte, wenn du einmal befleckt bist, wirst niemals du mehr rein. Das gilt nicht für das Linnen, das gilt auch nicht für mich. Den Fluss lass drüber rinnen und schnell ist säuberlich. Wie gesagt, ein kleiner Ausschnitt, Regine Lutz, die noch mit Brecht gearbeitet hat. Und seither übe ich auch sozusagen, mich aufzuregen wie Brecht. Das lief nämlich in einer anderen Dokumentation, die dann im Anschluss kommt, statt Presseclub. Wo bisher Presseclub kam, kommt dann diese Brecht-Dokumentation. Da hat Brecht sich wahnsinnig aufgeregt, weil ein Schauspieler nicht zur Probe erschienen ist. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Müller so. Wo bleibt dieser Müller? Unverschämt! Andauernd dieses Geld verdienen! Eine Unverschämtheit! Und das ganze Ensemble saß zitternd daneben. Ja? Dauernd dieses Geld verdienen! Eine Frechheit! Noch mit diesem Augsburger Dialekt. Wo bleibt der Schauspieler? Wir machen jetzt Kurzwerbung und dann zücken Sie bitte Bleistift und Papier. Rechtsstreit.
langwierig. Was darf ich bauen? Wann wird die Fristhöhe nicht beachtet? Wie lange darf ein nicht angemeldetes Auto vor meinem Grundstück stehen? Sie holen Millionen raus, wenn Sie darauf achten, was ich Ihnen gleich empfehle. Kurz Werbung. Es ist doch so. Ja? Wir sehen doch jeden Tag in der Tagesschau und in den Tagesthemen die großen Konflikte dieser Erde. Wo immer das ist, das muss ich Ihnen ja gar nicht nochmal extra sagen, das wissen Sie selber.